Moin, herzlich willkommen zurück auf YouTube, auf Stefans kleine Welt. Heute geht's weiter mit Teil 31. Hier habe ich schon ein paar Trassenbretter liegen für Teil 31. Also im Teil 31 geht's weiter mit dem Gleiswendel. Die nächste Ebene wird eingebaut, beziehungsweise die Ebene wird erstmal dafür vorbereitet. Und zwar ist das ja dann die Ebene 2. Im vorigen Teil, wer es gesehen hat, hat ja gesehen, dass ich hier die Gleise verlegt habe. Ne? Ich glaube im Teil, weiß ich gar nicht, 27 oder 26 habe ich die Trasse eingefügt für Ebene 1 im Gleiswendel 1. Und das ist jetzt dann Ebene 2. So, ich werde das jetzt verkleben. Dazu nehme ich euch aber nur einen Zeitraffer mit, weil sich das ja alles wiederholt. Oh, Entschuldigung. Weil sich das ja alles wiederholt. Und wenn was ist, dann werde ich da nochmal was zu sagen. Aber wie gesagt, ich werde da jetzt wie im vorherigen Teil das bewerkstelligen. Ich werde jetzt immer dann die zwei Bretter aufeinander kleben. Dementsprechend, ich fange mit der Kurve an. Das ist die gerade, das Stück gerade. Dann klebe ich mir die Kurve hier drauf. Die sind dementsprechend geschnitten. 130 Grad, beziehungsweise 90 Grad, und die haben hier eine Neigung von 130 und 135 Grad, weiß ich jetzt nicht genau, muss ich einmal nachmessen, beziehungsweise auf Plan gucken, da steht es ja drauf. Und da musste ich das jeweils auf 45 Grad schneiden, die Bretter, die Winkelstücke hier, ne? Das sind 45 Grad. Und so kann ich das hier vernünftig weitestgehend aneinander kleben. Ja, immer schön versetzt. Der wird richtig schön stabil, aber ist natürlich auch extrem viel Arbeit. Ja, so viel Arbeit wollte ich damit überhaupt nicht haben. Genau. Immer zwei aufeinander so, ne? Dann habe ich hier mein Schenkel für die Kurve. Hier ist der Schenkel für die Gerade. Und dann geht das dann hier mit dem nächsten Trassenbrett weiter in die Kurve rein. Na, und dann wieder eins drunter und dann einmal rum. Ja, so. So in etwa wird das gemacht. Und nun seht ihr das in einem Zeitraffer-Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So. Los geht's. So, ihr Lieben, das war Step 1. Das ist jetzt alles verklebt und sogar schon getrocknet. Na, und ich habe das heute Morgen gemacht. Jetzt war es schon wieder abends nach 10. Jetzt mache ich das eben ab. Und dann geht es direkt mit Step 2 weiter, wo ich dann jetzt hier weiterführend mache. Na, dann kommt hier noch eine drunter. Dann kommt die nächste hier drauf. Dann
Und dann dort wieder eine dran und dann bin ich dann schon wieder rum auf 180 Grad. Aber hier so rum ist dann natürlich das lange Brettchen. Hab hier ja auch nur noch 3 Stück von den kurzen. Das heißt, dass die 180 Grad Kurve dann schon vollständig ist. Und dann geht es, wie gesagt, zurück in die Gerade. Und dann werde ich das schon anpassen mit den Bohrlöchern für die Gewindestangen und bekorken. Und dann kann das auch schon eingebaut werden. Beziehungsweise, ich habe da noch 2 Brettchen liegen. Wie der Zustand von denen ist, muss ich gucken, weil da war das Holz nicht so schön. Und dann muss ich gegebenenfalls noch 2 Platten eben holen im Baumarkt. Ne? Habe ich die Tage schon geguckt. Hornbach hat noch welche, die auch recht gut aussehen. Und dann kann ich weitermachen. Also schlau wäre es eigentlich, wenn ich bis vorne auf die Ecke gehe. Beziehungsweise mittig, wo das innere Parallelgleis endet, wo ich dann noch dann vom letzten Baufortschritt das Gleis dann dementsprechend anlöten muss. Genau, ja, so sieht der Plan aus. Auf jeden Fall werde ich jetzt mit euch noch im Zeitraffer eben, soweit es geht, die Trasse weiter verkleben, dass das schön über Nacht trocknen kann. Wenn ich am Morgen wieder zu Hause bin, je nachdem, wie weit ich hier gekommen bin, geht es dann direkt weiter. Ne? So, weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Moin ihr Lieben, einen Tag später ist mit Step 3 an der Reihe. Step 2 habt ihr gesehen, ist fertig. Jetzt werde ich noch die Klemmen abmachen. Und dann werde ich draußen in der Garage auf der Kappsäge noch ein paar Trassenbretter zuschneiden. Ich habe mir die Bretter gerade angeguckt, die sehen besser aus, wie ich dachte. Eins zumindest. Und damit werde ich, denke ich, noch auf 90 Grad rumkommen, ne? Dass ich dann halt bis da, wo der Gleisanschluss ist, von der unteren Trasse die obere Trasse legen kann. Ja, das werde ich jetzt zur Hand haben. Ich mache das jetzt erstmal ab und dann schneide ich das. Und wenn es dann mit Step 3 weitergeht, schalte ich wieder ein. Zeitraffer natürlich, ne? Ich werde das jetzt eben fertig machen, mache die Klammern ab, schneide das zu und wenn ich dann wieder klebe, seid da im Zeitraffer wieder dabei. Bis gleich. So, meine lieben Zuschauer, jetzt geht es wie gesagt mit Step 3 weiter. Und zwar habe ich mir jetzt die besagten Bretter, wie gesagt, zugeschnitten, also die Trassenbretter. Statt 6 sind 5 rausgekommen. Hat also doch super gepasst. Ja. Ziehen nicht gleich bei, wenn die geklebt sind. Deswegen immer schön mit der Latte. Wenn ein bisschen krumm ist, dann zieht es das hinterher gerade, weil das ist nämlich alles gerade und die Gewindestangen, die halten das auch zur Not auch bei. Haben ja nicht so einen großen Abstand, aber je gerader die Bretter sind, umso besser ist es natürlich. Ne? Aber ich habe da, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, wenn das hinterher geklebt ist, dann ist das ja alles feucht und dann wenn man da so eine Latte drüber macht, wie ich es mache, habe ich die Erfahrung gesammelt, dass das sich beizieht. Ne? Also es wird hinterher wieder schön plan. So, das ist ja das gerade Stück, ne? Für hinten an der Wand. Passt auch rein, habe ich schon geguckt. Musste hier ein
3-4 mm wegschneiden mit der Kreissäge. Das gleiche Spiel wie an der Trasse da drunter. Ne? Ja, das werde ich wieder auffüllen mit Fertigspachtel, dass der Kleber vom Kork nicht da reinläuft oder für den Kork. Ja, jetzt wird das hier drunter geklebt. Ne? Habe ich schon geguckt, da muss ich draußen gucken, dass ich hier gerade bin, sonst passt der nicht rein. Ne? Ja, dann gehe ich da in die Kurve und dann lasse ich das wieder schön trocknen und dann geht es wieder mit Korken weiter. So, jetzt startet wieder die Zeitrafferaufnahme und ich verklebe die restlichen Bretter. Erstmal, bis auf eins. Ich denke, dass ich 4 Stück verklebe. So, los geht's. So, das war Step 3. Jetzt habe ich die weiteren Trassenbretter montiert. Jetzt gehe ich ja bis mittig hinten vor Kopf, wo der Gleisanschluss ist. Eventuell bin ich schon ein bisschen drüber, muss ich mal gucken. Aber ich werde das so noch recht gut verlötet kriegen. Die Schienen, da bin ich von überzeugt. Nur hinterher muss ich dann gucken, wie ich das nachfolgende Trassenbrett darunter vernünftig befestige. Es kann sein, dass ich erst korke. Also logischerweise erst korke. Ist ja klar, weil anders hat das ja keinen Sinn. Dass ich dann die halbe Schiene da drin verlängere. Muss im vorherigen Teil gucken, wenn ihr das sehen wollt oder noch nicht gesehen habt oder wie auch immer. Oder jetzt halt im nachfolgenden Teil. Das ist ja alles sehr flexibel, dass ich das dann hochhebe, soweit wie es geht. Und dann noch zumindest ein Trassenbrett hier drunter mache, vernünftig. Jedoch sehe ich gerade, dass ich ja hier sowieso die Einkerbung habe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da komme ich doch schon dann recht gut hier mit der Zwinge noch hinter. Das ist ja sowieso in der große Bereich. Es geht ja letztendlich nur um hier den Bereich. Aber das kriege ich schon, das ist kein Problem. So. Genau, ich lasse das jetzt trocknen und wenn das trocken ist, dann schalte ich wieder ein. Ja, bis gleich. So, da ist er wieder und ich habe mich umentschieden. Na, das Drehbuch ja selber schreibe, kann ich ja machen, was ich will. Nein, Spaß beiseite. So, ich habe mich umentschieden. Ich werde das Video hier beenden. Und werde dann im nächsten Teil, also ich werde jetzt im Vorfeld dann, bevor der nächste Teil anfängt, werde ich jetzt hier die Lücken schließen mit Fertigspachtel und werde dann im nächsten Teil mit euch gemeinsam dann die Löcher vorbohren für die Gewindestangen und bekorken und die Trasse montieren. Ja? Ungefähr selbe Format wie jetzt. Ich möchte das mal ausprobieren. Deswegen endet das Video jetzt hier auch schon. Geht jetzt etwas über 13, 14 Minuten. Ich glaube, das ist eine gute Laufzeitdauer. Mir mal andere Musik rausgesucht. Vielleicht gefällt es euch ja. Ja, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Dann habe ich ja Feedback oder einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und auch nochmal vielen recht herzlichen Dank für die ganzen Abonnentenzahlen, die neuen Abonnenten, die dazu gekommen sind. Begrüße ich recht herzlich, die halt natürlich auch. Ne? Und über jedes Abo, was er mir gibt, freue ich mich natürlich riesig. Und
Wer es noch nicht getan hat und mir gerne zuschaut, darf mir gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos und wenn die Glocke aktiviert, dann erfahrt ihr jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade und dann seht ihr, wie es hier hinter mir so weitergeht. Und natürlich hier vorne auch vor mir. Nach dem 13. ist geplant, dass ich dann hier die Trassen weiter einzeichne für den Schattenbahnhof und endlich anfange mit Schienen verlegen. Habe ich schon lange, lange vorgenommen, aber zeitmäßig hat das noch nicht gepasst. So, jetzt aber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, hier könnt ihr noch zwei weitere Videos ansehen, wenn ihr mögt. Jetzt aber, tschüss.